Habe ich noch was zu trinken? Nee, natürlich nicht. Verdammt! Was habe ich hier? M&M Crispy. Scheiße, die kann ich nicht trinken. Fuck. Ja, dieses Zucken jetzt in den Bildschirmübergängen stört mich auch so ein kleines bisschen, aber das ist so der Preis, den wir im Moment zahlen. Nein, M&M Crispies, bleibt bitte auf meinem Tisch. Rollt nicht runter. Warum sind die rund? Warum muss das sein? Ich wollte hochfahren. Ich soll doch in Sitzbüro. Keller, zweiter Stock, dritter Stock. Mach mal, dritter Stock. So, dann erklär doch mal deine Rumhurerei mit Magieschlampen. Hä? Was hältst du davon? Ist ja gar keiner. Soll das jetzt? Wie soll ich dann in seinem Büro? Der ist gar nicht da. Und hier kann ich nichts tun. Hm. Wo ist er dann? Da lang kann ich auch nicht. Ja, toll. Hat er sich jetzt in die Haupthalle verkrochen? Sagt, ich geh mal in mein Büro und dann ist er ins Foyer, hä? Ein M&M. Böser M&M. Böser Sid. Nein, nein. Ich mache jetzt sowas wie ein Trinkspiel, nur mit M&Ms. Also ich trinke jetzt doch meine M&Ms. Ich mache ein Fressspiel, sagen wir es so. Und zwar jedes Mal, wenn jemand dumm und unlogisch ist, muss ein M&M dran glauben. Und das war jetzt das Sid M&M. Dafür, dass er einfach nicht an seinem Scheißplatz ist, der Penner. Wo ist er? Wo ist Sid? Ist der hier raus? Ich dachte schon, dass alles aus ist. Ja, toll. Kann ich hier raus? Ey da! Wir können nicht einfach raus. Geh zurück! Ausgang benutzen, um rauszugehen. Nee, so weit kommt's noch. Scheiß Jugend von heute. Rebellen! Wohin gehen wir jetzt? Was mit dir? Was mit dir? Warum läufst du hier so unproduktiv im Kreis? 1, 2, 1, 2. Ich trainiere für meine Kondition. 1, 2. Dann ist es ja doch fast produktiv. Touché, kleiner Junge in Blau. Touché. Zweiter Stock. Hier, Mädels. Sagt an. Ist Sid hier? Ach ja, ich habe ein paar Karten geschenkt bekommen. Die sind echt cool zum Sammeln. Wenn du Bock hast, können wir mal eine Runde spielen. Hallo, Frau... Oh, Sie sind ja nicht mehr unsere Ausbilderin. Aber ich bin immer noch ein großer Fan von Ihnen. Okay, ein Spiel. Ein Spiel? Ein Spiel! Falscher Knopf? Okay. Das ist ja wohl ein Ding. Ich hätte nicht im Traum gedacht, dass unser Garten fliegen kann. Sag bloß, du wusstest das. Genau. Wow! Alter Angeber. Ich wollte jetzt aber eigentlich mit dir spielen, Mann. Nein, ich hätte... Das hatte ich vergessen. Hatte ich schon mal gedacht, wie unglaublich blöd. Nee, das ist der Menüknopf. Warum bietet er mir an, Karten zu spielen und dann spielt er nicht Karten mit mir? Er ist dumm. Nein, du bist dumm. Geh weg. Nein, ich will nicht mit dir reden. Du bist dumm. Du bist dumm, 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 dumm. Dumm, 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 dumm. Wo ist das? Hey, Mick, gut, dass wir uns treffen. Mick, du kannst doch Zaubersprüche. Kannst du mir welche zeigen? Ja, ist gut, Depp. Kazam! Herr Yamazaki? Wer zum Teufel spielt im Gang mit Zauber? Mick, du schon wieder! Unerlaubter Gebrauch von Zauber, das gibt Minuspunkte. Wer die Schulordnung nicht beachtet, kann auch die sozialen Regeln nicht einhalten. Ich erwarte Besserung. Der Seed-Level ist gefallen. Du hast mich Geld gekostet, Mann. Du hast mich Geld gekostet. Bam, Headbutt. Ich werde auch mal ein Seed, bis dahin heißt es büffeln. Heute Nacht kriegst du Besuch vom Red Beaver. Dafür sorge ich. Bist du Sid? Natürlich bist du nicht Sid. Seichter Wind. Gutes Wetter.
Wenn ich bloß einfach... Wenn du bloß einfach... Ah, dieser Wind weht hier noch nicht. Lassen wir den Galbadia-Wind wehen. Guter Wind heute. An so einem Tag spielt sich's gut, Karten. Eine Runde? Ich habe gerade Regeln aus Galbadia hierher importiert. Open, Same und Tauschregeln direkt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich fürchte, wenn ich jetzt verreck, muss ich den Nordkampf nochmal machen. Also was heißt, wenn ich verreck? Also wenn ich jetzt irgendeine richtig geile Karte verliere, dann beiße ich mir in den Sack. Aber volles Rohr. Das heißt, ich darf wohl einfach nicht verlieren. So riesig tolle Karten hat er zum Glück, ne? Da ist mal eine 8 und da geht noch eine 8 nach rechts und das ist schon das Härteste, was er hat. Das heißt, den kriege ich. Was war denn das jetzt für eine Logik, Junge? Schenkst du mir jetzt Karten? Verstehe ich dich jetzt recht? Ich finde das gut, so ist das nicht. Also, ich finde das sehr in Ordnung von dem. Nach links kann er keine 6 schlagen. Das heißt, den kann ich so nehmen. Ja, den nimmt er jetzt wieder zurück, aber das ist mir doch scheißegal. Nicht mal eine 3 kann er schlagen, weil er selbst nur noch 3 nach links hat. Das war ja mal schlecht, Kamerad, ne? La 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 la. Oh, schade. Das ist dieser Modus, in dem ich nur die Karten kriege, die ich auch wirklich umgedreht habe. Schade, ich hätte mir gern diese hier Eisenkrabbe-Karte und so. Die Same-Regel hat sich hier verbreitet. Die hätte ich mir gern genommen, die Karte. Komm, einmal noch. Einmal noch. Nur zum Spaß. Tuck, tuck, tuck. Zack, 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 zack. Der scheint nichts Gutes zu haben, das heißt, den kann ich relativ einfach ein kleines bisschen ausnehmen. Da-dam, 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 ba-dam, 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 ba-dam. Eine 8 nach unten. Ganz große Hose hast du, ha? Huh? Ganz große Hose. Jetzt habe ich Angst. Ja, doch, jetzt habe ich ganz viel Angst vor dir, Mann. Ich hätte diesen Spiel dann jetzt gewonnen, mein Herr. Gehen Sie bitte nach Hause. Ziehen Sie nicht über los. Nehmen Sie keine 400 D-Mark ein. Jetzt will ich ja eigentlich nochmal spielen, bis ich was Gutes kriege. Nee, das langweilt euch nur. Das mache ich im Karten-Special-Video oder so, oder was auch immer. Wo zum Teufel ist es? Jetzt regt er mich auf. Dieser Notausgang verführt einen dazu, die Tür zu öffnen, besonders wenn da steht, öffnen verboten. Was mit dir? Willst du eine Zauberdemonstration? Jo, alles okay, bei mir ist alles bestens. Die nächste Zauberdemonstration, die ich mache, ist in die Augen gerichtet und nicht in meine. Jetzt ohne Scheiß, wo finde ich Sid? Ich guck nochmal in sein Büro, vielleicht wollte er mich jetzt nur verarschen und ist jetzt dort. Wenn er dann immer noch nicht da ist, dann muss ich wohl mal langsam anfangen, einfach die scheiß Schule links zu machen, hm? Sid. Sid. City Boy. Wo ist der Bellamp, City Boy? Ist nicht da. Ich werde noch irre. Und ich kann hier nichts tun. Ich drücke wie wahnsinnig nichts plötzlich. Sid, ich hasse dich. Eine Sid-Nuss? Nee, ist keine Nuss, sind nur Crunchy M&M. Scheiß Sid, Mann. Scheiße, Mann, wo ist er hin? Tja. Jetzt habe ich gerade echt keine Ahnung, wo er ist. Ich gehe mal in die Krankenstation schauen. Vielleicht hat er irgendwie Durchfall und lässt sich gerade dafür... Was weiß denn ich? Lass mich doch ganz in Ruhe, Mann. Die Krankenstation war eins weiter. Das hier ist der Schulhof. Vielleicht ist er ja dort. Könnte auch sein. Vielleicht ist er in der Cafeteria und kauft sich einen Hotdog.
Scheiße, das hier ist der Schulhof. Oh. Son of a bitch. Wie konnte das nur geschehen? Na, was macht unser toller Schulhof? Oh, schöne Musik macht er. Oh, schön langsam ist es. Warum so langsam? Hm? Was geht mit euch vor? Meine Freunde im Garten werde ich niemals vergessen. Wenn wir mit der Schule fertig sind, wollen wir in Kontakt bleiben, okay? Sag mir als Erste Bescheid, wenn du einen Freund hast. Ihr auch, versprochen? Versprochen? Keine Geheimnisse, versprochen. Ja, ich sehe schon. Ihr seid die Besten. Und du, du Pro? Ich habe gebüffelt bis zum Umfallen. Aber wenn ich den Ozean so betrachte, kommt mir das alles so unwichtig vor. Na, Dosenöffner. Ich mache mir Sorgen um meine Eltern, die in Bellamp sind. Aber ich habe schon immer gewusst, dass sowas mal passieren würde. Dass ich auf eine Reise gehen würde, von der ich nicht mehr zurückkehre. Spiel mal gleichmäßig, Street Road. Es regt mich echt ein bisschen auf, dass ich jetzt nicht weiß, wo Sitten ist. Könnte er nicht irgendjemandem Bescheid sagen, wo er hin ist oder so? Jetzt habe ich schon diesen scheiß Nork für ihn beseitigt. Damit sind all seine scheiß Schulden erlassen. Na, 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 hallo? Er spricht nicht mit mir. Und nicht nur, dass die Schulden erlassen sind. Nein, wir haben sogar noch einen Gewinn gemacht dadurch. Nork selbst zum Beispiel. Der Puddingbedarf für die nächsten 3 Wochen in der Cafeteria ist gedeckt. Willst du was von dem Direktor? Ja, das will ich bitte. Ich will ihn sehen. Nun, der Direktor ist... Ach, Dr. Kadowaki, schon gut. Wirklich? Ja, ich habe mich genügend ausgeweint. Übernehmen Sie sich nicht? Es gibt eben viele Dinge, die ich tun kann. Zum Beispiel Korken bei Durchfall. Das wollte ich eigentlich nicht wissen. Ich habe dann auch gar nicht danach gefragt, aber er sagt es trotzdem. Sie bekommen immer alles mit, wenn ich ins Fettnäpfchen trete. Na dann erzähl doch mal. Nun, worüber wollen wir reden? Ja, über das Wetter natürlich oder sowas. Hexe! Erzählen Sie mir etwas über Idea. Ich habe gehört, sie wäre Ihre Ehefrau. Das ist richtig. Idea war seit ihrer Kindheit eine Hexe. Ich habe sie geheiratet, obwohl ich es wusste. Wir waren glücklich. Wir haben beide hart gearbeitet. Wir waren wirklich glücklich. Eines Tages sagte Idea, sie wolle einen Garten gründen. Ich war von der Idee begeistert. Die einzige Sorge war das Ziel der Seeds. Dass Idea und die Seeds eines Tages zusammenprallen würden. Idea hat nur gelacht und sagte, so etwas würde nie passieren. Aber trotzdem... Gespräch beendet. Komm, Wahrheit über die Seeds, tu es. Erklären Sie mir, was es mit den Seeds auf sich hat. Seeds sind Seeds, die Söldnertruppe des Bellamp Garden. Sie scheinen wohl zu ahnen, dass mehr dahinter steckt. Ich bin immer der Letzte, der die Wahrheit erfährt. Die Seeds kämpfen gegen Hexen. Der Garden bildet die Seeds aus. Die Einsätze, die von den Seeds erfüllt werden, sind Vorbereitungen auf den Kampf mit der Hexe. Jetzt, wo eine Hexe die Welt in Angst und Schrecken versetzt, beginnt für die Seeds der richtige Kampf. Okay. Was war jetzt mit dem tollen Master? Erzählen Sie mir etwas über Master Nork. Er ist vom Stamm der Shumis. Verglichen zu seinen Stammesgenossen ein Sonderling. Ist immer Formel-1-Wagen gefahren. Ich traf ihn, als ich das Kapital für den Bau des Gardens sammelte. Er war interessiert und wir wurden uns einig. Mit seinem Geld wurde der Garten errichtet. Aber die Unterhaltskosten für den Garten waren gewaltig. Um die Kosten zu decken, haben wir begonnen, die Seeds als Söldner zu entsenden. Norks Geschäftsmethoden trugen stets Früchte. Immense Geldmengen flossen in unsere Kassen.
und der Garten veränderte sich. Die ursprünglichen Tugenden wurden vergessen, die Wahrheit vertuscht. Soll ich fortfahren? Das war alles mein Fehler. Ich hätte mich deutlich äußern müssen. Ach ja, was ist mit der Zukunft? Was wird nun mit dem Garten geschehen? Zunächst müssen wir unsere Irrfahrt beenden. Danach bleibt nur zu hoffen, dass der Garten und die Seed sich ihrer eigentlichen Aufgabe bewusst werden. Na, dann erstatten wir doch mal formell Bericht. Ich will Bericht erstatten. Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich weiß in etwa, was passiert ist. Ja, und jetzt sind wir dann fertig. Ja, ich glaube, das wär's dann. Tja, ich kann nicht zurückmachen. Was wird nun mit dem Garten geschehen? Ja, wir vermieten ihn einfach als fahrbaren Teller. Ist okay, ich verpiss mich. Du hast mir nichts mehr zu helfen, Junge. Was ist? Bist du wieder verletzt? Nein, sehe ich so aus. Warum habe ich jetzt mit Sid geredet? Er hat doch eigentlich wieder nur Müll erzählt, wie immer. Apropos, Sid M&M. Ham. Dummer Idiot. Oh, du bist eine Hexe? Nein, kein Problem. Hier, reib meinen Lustknochen. Lalalala. Mick! Mick! Oh, da kommt Schuh. Oh, jetzt hat ihr einen Schuh verloren. Habt ihr Direktor Sid gesehen? Auf der Krankenstation. Was ist los, Schuh? Geh mal aufs Außendeck im zweiten Stock. Ein Schiff nähert sich. Vielleicht sind das die Galbadianer. Vielleicht will sich die Hexe rächen. Auf alle Fälle müssen wir es dem Direktor melden. Na toll. Ein Schiff nähert sich. Ist bestimmt was Gutes. Kann gar nichts Schlimmes sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Niemals. Nun lass uns doch mal anschauen, hm? Wer ist das? Dieses Schiff. Weniger Geld als vorher. Es macht mich traurig. Werde niemals vergeben. Okay, Schiff. Ein Schiff? Ein galbadianisches Schiff? Ist Direktor Sid hier? Der Direktor ist nicht hier. Seid ihr aus Galbadia? Wir sind Seeds. Dieses Schiff gehört Edea. Wir sind die Seeds der Hexe Edea. Seeds? Wir kommen rüber. Wir sind unbewaffnet. Ah ja, ihr seid die Ballerina-Truppe. Schon verstanden. Wir kommen in Frieden. Können wir mit Direktor Sid sprechen? Wir suchen Direktor Sid. Ich bin hier. Wir sind gekommen, um Elion abzuholen. Sie ist hier nicht mehr in Sicherheit. Offensichtlich. Leider haben Sie recht. Elion? Die Elion aus Winhill? Das kleine Mädchen, das Laguna vor den Monstern beschützt hat? Mit den Krabbel-Krabbel und den Beiß-Beiß und so? Mick, Sie müssten doch Elion kennen. Sie ist irgendwo in diesem Garten. Können Sie sie hierher bringen? Wer sind diese Leute überhaupt? Was haben sie hier zu suchen? Mick? Verstanden. Oh Mann. Ich glaube, ich habe nicht mehr genug M&Ms so langsam. Mick, ist das die Elion?
an der Laguna so gehangen hat, oder? Wahrscheinlich. Weißt du denn, wo sie ist? Nein. Dann suchen wir sie, ja? Mhm. Wie es der Zufall will, weiß ich doch, wo sie ist. Aber das liegt nur dran, dass ich nun mal ein Orakel bin. Aha, ein Orakel. Ich, ja. Da weiß ich dann. Der M&M war für meine eigene Doofheit. Mhm. Ich weiß nämlich, oder glaube zumindest zu wissen, zufällig, dass Elion in der Bücherei ist. Was ich jetzt nicht ganz genau weiß, ist, wo ist die Bücherei, aber ich glaube, die ist rechts oben. Das erste rechts ist jetzt, glaube ich, der Parkplatz. Das zweite ist die Trainingshalle und das dritte ist, glaube ich, die Bücherei. Wenn ich mich nicht irren tuten tue. Das hier müsste dann jetzt, das gelbe hier, die Bücherei sein, glaube ich. Dort gibt es auch einen Drawpunkt, oder? Ist das was Gutes oder ist das jetzt hier doch der Parkplatz, oder? Ich werde es erfahren. Oh nein, das ist der Parkplatz. Dann bin ich vielleicht doch dumm. Also was ist auf der linken Seite? Die Krankenstation, der Schulhof und die Cafeteria. Dann ist das hier entweder der Trainingsbereich. Jupp, Übungshalle. Und dann müsste hier die Bücherei sein. So schön das allererste, wo wir vorbeigelaufen sind. Wunderbar, darauf stehe ich immer. Yep, da wären wir doch. Und hier drüben im Eck. Was ist denn, Mick? Bist du etwa Elion? Ja, ich bin Elion. Du bist Elion? Die Elion? Was geht denn hier ab? Du kennst Laguna, richtig? Ja, das tue ich. Mein lieber Onkel Laguna. Sag's mir, was war das eigentlich? Es tut mir leid, Mick, ich kann's dir noch nicht erklären. Aber eins kann ich dir sagen. Das war die Vergangenheit. Also doch die Vergangenheit. Das heißt doch, dass man die Vergangenheit nicht verändern kann. Aber was ist, wenn die Möglichkeit besteht? Würde man es nicht doch versuchen? Verändern die Vergangenheit? Meint sie das im Ernst? Lächerlich. Also, du bist es. Du bringst uns in die andere Welt? Es tut mir wirklich leid. Schon wieder. Durch irgendeinen Blödsinn werde ich wieder verwirrt. Warum ich? Ich habe genug zu tun. Lass mich in Ruhe. Es tut mir wirklich leid. Versuch mich nicht einzuwickeln. Mick, hast du Elion gesehen? Das bin ich. Alles in Ordnung? Elion hat mir zugeflüstert.
Ich vertraue nur dir. Warum ist man immer von anderen abhängig? Jeder soll sich selbst um seinen Kram kümmern. Ich war nie von jemandem abhängig. Ich habe mich um meine Probleme und Sorgen immer selbst gekümmert. Als Kind konnte ich natürlich nicht alles allein erledigen. Ich war von vielen Menschen abhängig. Das gebe ich ja zu. Weil andere Menschen für mich da waren, bin ich das, was ich jetzt bin. Ich komme jetzt alleine aus. Ich weiß, was ich tun muss, um zu überleben. Ich bin noch kein Kind mehr und weiß alles. Ach, das ist eine Lüge. Im Grunde weiß ich überhaupt nichts und bin verwirrt. Ich will nicht abhängig sein. Was muss ich denn dafür machen? Sagt es mir. Jemand soll es mir sagen. Jemand? Bin ich also doch abhängig? Ich bin allein. Ich werde mich bemühen. Ich schaff's auch ohne dich. Ich werde alles allein schaffen.